Los geht's. Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier und ich möchte euch heute in dieser Videoanleitung zeigen, wie ihr die Google-Dienste auf eurem aktuellen Huawei-Smartphone wie dem Huawei P40 Pro installieren könnt. Nachdem es ja doch ein bisschen schwieriger geworden ist mit den Anleitungen, haben wir jetzt seit rund 2-3 Wochen eine, die bestätigt bei allen funktioniert. Auch wenn es manchmal ein bisschen tricky ist. Deshalb Schritt für Schritt nach dem Intro für euch die Anleitung. Bevor ihr mit der Anleitung loslegt, noch ein wichtiger Hinweis. Ganz viele Fehler passieren, weil man zu schnell vorgeht, weil man einen Schritt nicht verstanden hat. Nehmt euch Zeit, macht die Anleitung in aller Ruhe, lest euch jeden Schritt durch bzw. schaut ihn euch an und erst wenn ihr ihn verstanden habt, dann führt ihn selber aus. Kommen wir dann zu Schritt 1, den Vorbereitungen und dem Download. Was benötigt ihr? Ihr benötigt ein Huawei-Gerät. Hier haben wir das Huawei P40 Pro, bei dem die Anleitung wahrscheinlich in nächster Zeit rege Anwendung finden wird. Wir brauchen weiterhin einen USB-Stick, den wir direkt an das Smartphone anschließen können, also mit Typ-C-Anschluss. Das kann man entweder hier über so einen Adapter machen oder auch mit Sticks, die direkt einen Typ-C-Anschluss haben oder auch komplett so ein Adapter, der die Möglichkeit bietet, Speichermedien entsprechend anzuschließen. Wichtig ist, das Gerät, der Adapter, der USB-Stick muss vom Smartphone erkannt werden, damit ihr das Backup vom externen Medium wiederherstellen könnt. Und was ihr noch braucht, ist eben die Datei, der Download. Den findet ihr bei uns auf Huawei Blog. Hier im Artikel, im aktuellen Artikel, aktuelle Anleitung. Dort ist direkt auch unter Schritt 1 der Download verlinkt. Und wenn ihr drauf geht, seht ihr, könnt ihr diesen hier entsprechend herunterladen. Im zweiten Schritt stellen wir das Backup, was wir heruntergeladen haben, auf unserem Gerät wieder her. Dafür den USB-Stick an das Smartphone anschließen. Anschließend wechselt ihr in Einstellungen, dann ganz nach unten auf System und Aktualisierung, dort dann in den Unterpunkt Sichern und Wiederherstellen, dort den Punkt Datensicherung, hier seht ihr USB-Speicher, den wählt ihr aus und dann hier den Datensatz vom 7. März 2020, 1.06 Uhr. Den wählt ihr aus, auch wenn dort Mate 30 Pro steht. Das Gerät, auf dem gesichert wurde, spielt hier keine Rolle. Ihr könnt es auch mit einem P40 oder auch mit einem P40 Pro oder auch einem Mate XS entsprechend wiederherstellen. Ihr seht, hier ist nur eine Datei drin und das ist die berühmte Lila G-App. Das ist die Anwendung Let's Play. Und hier geht ihr einfach auf Wiederherstellen. Das Passwort steht hier unten schon drunter, das ist Fiolando234, ich gebe das einmal schnell ein. Und anschließend wird das Ganze wiederhergestellt und wenn wir das verlassen, haben wir hier jetzt die Let's Play App auf unserem Smartphone. Schritt 3 und in Schritt 3a müssen wir jetzt die Let's Play App aktivieren und damit lokale Administrationsrechte auf dem Gerät erhalten. Das ist notwendig, damit überhaupt über eine Backdoor in der Firmware, in der Software diese Dienste installiert werden können. Ohne diese Möglichkeit geht es nicht. Dazu klicken wir die Let's Play App an. Und wir müssen hier beim Start, ihr habt das ganz kurz gesehen, Berechtigungen erlauben. Wenn ihr da nicht schnell genug seid mit dem Klicken, wie ich jetzt gerade, dann geht ihr auf Einstellungen, dort auf Apps, dann wieder Apps, scrollt ganz nach unten, da findet ihr die Let's Play App, öffnet diese,
geht jetzt hier auf Berechtigungen und erlaubt hier den Speicherzugriff. Das war's. Anschließend könnt ihr zurück in die Let's Play App und hier jetzt durch Klick auf den Button aktivieren, den Zugriff, die App starten. Jetzt noch einmal hier unten auf den blauen Button klicken und mit einem Swipe zurück zum Homescreen. Das war's mit Schritt 3a. Jetzt können wir die ebenfalls im Download befindlichen Google Apps entsprechend installieren. Geht dazu auch auf euren Download, auf dem USB-Stick. Ihr habt hier den Ordner Google Installation. Und hier installieren wir jetzt die Dateien 1 bis 6. Ganz wichtig, nur die Dateien 1 bis 6 installieren. Beim ersten Mal wählt ihr am besten aus nicht mehr fragen und anschließend auf zulassen. Und das macht ihr jetzt mit allen 6 Apps. Und das war's auch schon. Wir haben jetzt die ersten 6 Apps installiert und sind fertig mit Schritt 3. In Schritt 4 melden wir uns jetzt in unserem Google-Konto an. Dafür gehen wir auf Einstellungen, Nutzer und Konten, Konto hinzufügen und ihr seht, hier gibt es jetzt den neuen Eintrag Google. Ihr werdet jetzt in den alten Google Account Manager weitergeleitet, gebt dort an vorhandenes Konto und gebt jetzt hier eure Kontodaten ein, sobald die Verbindung hergestellt wurde. Und sobald ihr das Passwort eingegeben habt, geht ihr entsprechend auf Anmelden. Ihr seht, das war's schon. Solltet ihr hier die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Google verwenden, schlägt die Anmeldung beim ersten Mal fehl und ihr solltet auf die Web-Anmeldung weitergeleitet werden. Bei mir hat das Ganze funktioniert. Sollte das bei jemandem Probleme machen, empfehle ich hier die Zwei-Faktor-Authentifizierung kurz zu deaktivieren und nach der Anmeldung hier entsprechend wieder neu zu aktivieren. Zweiter wichtiger Hinweis, grundsätzlich müsst ihr jetzt hier alle eure Google-Konten hinzufügen, die ihr auf dem Gerät nutzen wollt. Es ist per se nicht möglich, über die gewohnte Art und Weise, nämlich hier über den Google Account Manager, nach Abschluss der Anleitung weitere Konten hinzuzufügen. Es gibt eine Möglichkeit, die aber etwas komplizierter ist und die hier nicht Bestandteil der Anleitung sein soll. In Schritt 5 installieren wir jetzt das Google Services Framework. Dafür gehen wir wieder auf Dateien, suchen unsere Downloads und wählen hier die 7. Datei Google Services Framework com Google Android GSF 29V10 APK aus. Einfach hier vorne auf die Nummer 7 achten und installieren das Ganze. Nachdem wir das installiert haben, sehen wir, wir haben 2 neue Apps hier, beziehungsweise eine, den Google Account Manager hatten wir vorher schon, nämlich den Google Play Store, den wir im nächsten Schritt brauchen. In Schritt 6 geht es jetzt um die Google Play Dienste. Ihr seht, nach der letzten Installation erscheinen hier oben diese Google Play Services Meldungen. Die nerven und die wollen wir natürlich später weghaben. Zunächst öffnen wir aber jetzt den Google Play Store und suchen hier nach der App Device ID. Und zwar ist es diese hier von VTechno. Diese App installieren wir euch. Installiert ihr euch natürlich. Und sobald das passiert ist, müssen wir jetzt wieder zunächst die Google Play Dienste entfernen. Dafür gehen wir entsprechend auf Einstellungen, Apps, gehen jetzt hier auf Apps, dann hier oben auf die drei Punkte und lassen uns die Systemprozesse anzeigen
und suchen jetzt die Google Play Dienste entsprechend raus. Das geht ganz schnell, wenn man sich hier mit der Suche behilft. Da sind die Google Play Dienste und die wollen wir entsprechend wieder deinstallieren. Ihr könnt die zunächst stoppen und dann deinstallieren. Anschließend wechseln wir zurück in Dateien und wählen jetzt hier die Datei Nummer 8, GMS Core Mod 1 APK. Dabei handelt es sich um eine aktuellere Version der Google Play Dienste als die, die wir vorher installiert haben. Wir wählen die App aus, installieren sie und sind damit mit Schritt 6 auch schon fertig. Im Schritt 7 geht es jetzt wieder um das Google Service Framework, kurz GSF. Dafür öffnet ihr die heruntergeladene App Device ID und gewährt hier unter E-Mail die Erlaubnis, darauf zugreifen zu dürfen, Grant Permission zulassen. Ihr seht jetzt hier, es wird unter Google Service Framework GSF eine entsprechende GSF-ID angezeigt. Die muss weg. Dazu löschen wir den Cache und die Daten im Google Services Framework. Wir gehen also auf Apps. Apps wählen jetzt hier wieder Systemprozesse anzeigen. Das haben wir noch. Und jetzt hier Google. Und da haben wir auch schon das Google Dienste Framework. Hier geht ihr jetzt auf Speicher und dann auf Cache löschen und Daten löschen. Anschließend zurück und wir wechseln zur App Device ID. Hier sollte jetzt keine ID mehr angezeigt werden, was aber noch der Fall ist. Wir schließen die App einmal oder schließen alles. Schauen uns das Ganze nochmal an und ihr seht, die GSF wird nicht mehr in der Device ID App angezeigt. Jetzt geht ihr wieder in Einstellungen, Apps und hier in den Google Play Store. Da haben wir den Play Store. Hier löscht ihr ebenfalls unter Speicher den Cache und die Daten. Das war's im ersten Schritt 7a. Jetzt kommt der entscheidende Schritt 7b, der bei einigen wahrscheinlich Frustration und Verzweiflung auslöst. Wenn ihr nämlich jetzt den Play Store öffnet, dann sollte dieser nicht regulär laden. So wie bei mir. Hier sollte vielmehr ein Fehler auftauchen und ein Button Retry auftauchen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann müsst ihr die vorherigen Schritte nämlich wiederholen und ihr müsst nochmal Cache und Daten vom Google Services Framework löschen und auch vom Play Store entsprechend löschen, bis euch hier ein Fehler im Play Store angezeigt wird. Ich hatte im vorliegenden Fall ziemlich Glück und bereits nach dem zweiten Löschen wird mir jetzt hier beim Aufrufen des Google Play Stores die entsprechende Fehlermeldung angezeigt und weil das Gerät schon auf Deutsch eingestellt war, kommt natürlich nicht der Retry-Button, sondern der Erneut-Versuchen-Button. Jetzt startet ihr euer Gerät einmal neu. Nach dem Neustart öffnet ihr jetzt wieder den Google Play Store und hier bei mir wird sofort der Inhalt angezeigt. Wenn euch hier der Retry oder Erneut versuchen Button angezeigt wird, dann klickt den so oft an, bis euch der Inhalt wieder dargestellt wird. Ganz wichtig, ab dieser Stelle sollten hier oben keine Fehlermeldungen mehr von Google auftauchen. Sollte dies der Fall sein, dann
zweiter frustrierender Moment, müsst ihr auch wieder die Schritte oder die letzten Schritte ab Schritt 7, Google Service Framework, Cache-Datenlöchen, Play Store Cache-Datenlöchen wiederholen. Es kann sein, dass es im zweiten Versuch klappt. Es kann sein, dass es im zehnten Versuch klappt. Ich hatte hier auch bei diesem Gerät ganz unterschiedliche Ergebnisse. Nicht den Kopf verlieren, wenn es nicht sofort klappt, sondern mit Geduld immer weiter versuchen, versuchen, versuchen. Wenn das Ganze auch nach dem 20. Mal noch nicht funktioniert hat, dann könnt ihr auch noch die radikale Tour versuchen, indem ihr die Google Dienste Framework, die Google Services Framework einfach neu installiert. Das heißt, ihr stoppt hier die Dienste, geht auch nochmal auf Cache und Datenlöschen und installiert die Datei 7 nochmal neu. Auch das kann helfen, dass man anschließend keine Fehlermeldung mehr bekommt und sich im Play Store erfolgreich anmelden kann. Im achten und letzten Schritt müssen wir jetzt nochmal die Google Play Dienste aktualisieren. Das heißt, wir deinstallieren zunächst die, die wir drauf haben. Gehen wieder in Einstellungen, Apps, Apps, hier Systemprozesse anzeigen. Und hier habe ich schon die Google Play Dienste. Hier geht ihr einmal drauf und dann entsprechend auf deinstallieren. Anschließend wechselt ihr in Dateien hier auf euer USB-Gerät, wo ihr die heruntergeladenen Files habt. Und hier haben wir jetzt die Datei 9 GMS Core Mod 2. Die installiert ihr jetzt noch einmal. Dauert einen kleinen Moment. Und anschließend, Spannung, 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 ist die Installation abgeschlossen und ihr könnt auf eurem Gerät vollständig den Play Store und die Google-Dienste nutzen. Ihr seht auch, hier kommen jetzt keine weiteren Fehlermeldungen mehr. Und auch wenn es jetzt an der einen oder anderen Stelle für manchen ein bisschen frustrierend war, weil er dann doch die 20 Versuche gebraucht hat und nicht nur die 2, ich kann euch sagen, auch bei mir hat es bei diesem Video an der einen oder anderen Stelle gehakt und ich brauchte 10, 15 Versuche. Es ist halt so, aber im Ergebnis habt ihr wieder die Google Play Dienste auf eurem Smartphone installiert. Allerdings mit ein paar Einschränkungen, denn es gibt einige Apps, die nicht funktionieren. Das ist natürlich weiterhin Google Pay. Als nicht Play Protected zertifiziertes Gerät kann Google Pay nicht auf den aktuellen Huawei Smartphones funktionieren. Auch Google Play Music funktioniert leider mit dieser Anleitung nicht mehr. Wer darauf gesetzt hat, es tut mir leid, das ist nicht möglich. Und das, was mich ehrlich gesagt am meisten beeinträchtigt im Alltag, der Google Firebase Cloud Messaging Dienst. Das ist ein Dienst, den viele Apps, viele Hersteller nutzen, um ihre Push-Nachrichten zu senden. Das betrifft so Apps wie Twitter oder Discord oder MS Teams, Outlook, eBay oder die Kicker-App. Die senden alle keine Push-Benachrichtigungen mehr, weil der Dienst entsprechend mit dieser Anleitung nicht funktioniert. Und seit aktuellem auch aufgefallen, in allen Apps, die auf den Google-Kartendienst Maps setzen, ist es nicht mehr möglich, die Suche aufzurufen. Beispielsweise, wenn ich bei einer Shopping-App den nächstgelegenen Markt aussuchen will, dann bietet er hier keine Option mehr an, keine Kartensuche mehr an, keine Standortermittlung mehr an. Auf diese Einschränkungen müsst ihr euch leider trotzdem gefasst machen. Ansonsten funktioniert alles. Ihr könnt bei WhatsApp über G-Drive weiter eure Sicherung machen. Ihr könnt Maps nutzen. Ihr könnt den Play Store vollständig nutzen. Ihr könnt Drive nutzen. Ihr könnt ja fast alle Apps nutzen. YouTube natürlich. Die Home-App, wer da auf die Smart-Home-Lösungen setzt, auch von Google, funktioniert einwandfrei, habe ich selber zu Hause im Einsatz. Ansonsten, wenn ihr konkrete Fragen zu Apps habt, dann ab runter in die Kommentare. Wir werden natürlich wie immer versuchen, auf alle Kommentare einzugehen
und eine Lösung oder zumindest eine Antwort für euch zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sag ciao, bis zum nächsten Mal, euer Marco.